So, mitten aus dem Training und es ist mal wieder ein wenig Philosophiezeit. Nein, nicht abschalten, keine Sorge. Es geht jetzt nicht wieder um hochtrabende philosophisches Gedankengut, sondern mehr oder weniger ein Thema, das mich durch die Kommentare immer wieder verfolgt, weil es einfach ein interessantes Thema ist, wo ich immer wieder erkenne, in welche Richtung teilweise ihr, damit ist jetzt gemeint, Fitness-YouTube-Zuschauer, gehen. Bitte, auch hier, es ist nie beleidigend gemeint, wenn ihr euch damit nicht angesprochen fühlt, dann wisst ihr das natürlich zu nehmen. Aber ihr wisst auch, der Hauptkonsens auf Fitness-YouTube, der sich da bewegt und seine Tipps holt, der geht nun mal in eine mehrheitliche Richtung. Und ja, und das ist auch ein Thema, was Fitness-YouTube ausmacht, seitdem es Fitness-YouTube gibt. Das große Thema, nimmt er was? Stofft er? Fuscht er? Verheimlicht er das? Ich meine, so hat Fitness-YouTube begonnen. Mit den Leuten, die damals groß wurden, da gab es immer diese Frage im Hintergrund. Und es wurde auch populärer, dass doch viel mehr Leute stoffen können. Seit spätestens SIS und die ganze Gym-Aesthetics-Generation weiß man, ja, auch jemand, der schlank ist und nicht so ein Brecher, der kann zu Anabolika greifen und diesen Körper mit Steroiden bekommen haben. Dadurch natürlich leichter bekommen haben oder jetzt leichter schmal zu bleiben, dünn zu bleiben, er muss weniger dafür tun vielleicht und so weiter. All das gibt es, seitdem es Fitness-YouTube gibt. Und diese Frage wurde immer lauter. Und ja, ich wurde auch in jüngster Zeit immer wieder darauf gestoßen, vor allem, weil es bei mir, ähnlich wie ich es auch teilweise schon bei einem Görki erlebt habe, zwei Lager zu geben scheint. Und daran merkt man, dass es eine so große Verwirrung da draußen gibt, die YouTube-Fitness und die neue Informationsquelle YouTube nun mal mit zu verantworten habt. Aber damit auch irgendwo ihr selbst da draußen, für all diejenigen, die sich jetzt angesprochen fühlen. Nun ja, wie gehe ich das ganze Thema an? Zunächst einmal möchte ich wieder ein Stück zurückgehen. Und mir ist aufgefallen, als ich mich mal mit einem Freund darüber unterhalten habe, dass wir früher, als wir angefangen haben zu trainieren in den 90ern, Ende der 90er bei mir, nie diese Frage gestellt haben. Und nicht, weil wir etwa so naiv waren und darüber noch nichts wussten. Nein, wir wussten natürlich, dass es diese Substanzen gibt und sich welche spritzen und so weiter. Das wussten wir schon. Aber tatsächlich waren wir in einem Fitnessstudio und zwischen dieser Lokomotive, die da rumlief, und den anderen, gab es nie bei uns die Frage, oh, der nimmt aber vielleicht was, oder die Vermutung, oder die Herabwertung oder Heraufwertung, ob jemand natural ist oder nicht. Und wenn wir jemanden gefragt haben nach Tipps oder jemand kam auch ungefragt daher, sowas gab es damals noch, dann kommt dieser Schrank dort an mit dem XXL-Shirt, das trotzdem irgendwie ein bisschen spannt und sagt dir, hör, pass mal auf, ich würde das so und so machen, mach mal lieber so einen Split oder so. Da war dann auch nie bei uns die Frage, ob jetzt vor ihm oder direkt, wenn er geht, sag mal, meinst du eigentlich, der nimmt was? Dann kann der uns ja gar keinen Tipp. Irgendwie war das nicht Bestandteil unserer Welt. Ein Mensch, der danach aussah, als würde er im Fitnessstudio doch schon so einige Zeit verbringen, da haben wir die Tipps angenommen. Und natürlich haben wir sie auch hinterfragt, aber nicht, weil er vielleicht zu etwas greift oder nicht, sondern einfach nur, um uns weiter fortzubilden. Es war auf jeden Fall so anders und wir waren verwundert, dass das so eine Frage ist. Mich interessiert auch diese Frage zum Beispiel nicht, wie jemand zu seinem tollen Auto gekommen ist. Wenn irgendjemand mit irgendeinem sehr teuren Wagen vorfährt, dann ist meine Frage tatsächlich nicht zuerst, wie hat er das bekommen? Hat er das regulär bekommen oder ein bisschen gefuscht oder von Daddy bekommen oder sonst was? Auch das, hinterfragt euch mal selbst, warum ihr überhaupt das wissen wollt und warum ihr auch Leute in Frage stellt, ob die dann doch vielleicht korrekte Tipps geben, wenn nicht. Und das gilt ja für einige Fitness-YouTuber, die immer wieder verdächtigt wurden. Sind deswegen die Tipps alle weniger wert? Es kann natürlich sein, wenn man nämlich denkt, okay, der gibt mir Tipps und tut sich als Experte auf für ein Trainingsbuch anhand seines Körpers, aber den hat er eigentlich doch anders bekommen. Natürlich, ich verstehe, was dahinter steckt, aber trotzdem sind auch oft diese Tipps weiterführend. Nun ja, das ist zumindest schon mal ein kleiner Vorgedanke, den ich habe und was ich zumindest interessant finde, dass das damals so gar nicht interessierte. Egal, ob man davon wusste und die Naivität nicht mehr hatte oder nicht. Hauptthema ist jetzt aber eher hier die Verwirrung, die entsteht. Und zwar zunächst, als das ganze Thema aufkam, von dem ich gerade berichtet habe, bei Fitness-YouTube. Wo immer mehr Videos kamen, wo Leute verdächtigt wurden, entlarvt wurden.
Und es gibt so viele Videos, ist der natural oder nicht? Und jeder macht eine Reaction dazu und so weiter. Das war eine Zeit lang so populär, so berühmt, dass dann das Gegenteil geschehen ist, was es vorher gab. Vorher gab es eine Naivität, wo Leute immer noch gefragt haben, und fragt mal eure Eltern, vielleicht gehören die immer noch dazu, ja, aber dieser Arnold Schwarzenegger, der hat doch nichts genommen. Der hat doch keine Steroide genommen. Und dieser Ronnie Coleman, der hat auch gesagt, er nimmt nichts. Und Markus Rühl, vielleicht der ja schon. Also es gab eine solche Naivität, dass selbst 130 Kilo 5% Körperfettathleten teilweise hinterfragt wurden, ob sie denn nicht vielleicht doch natural seien. Das ist natürlich so enorm naiv. Und damals wusste noch keiner, wie krass doch fast alle Men's Health Cover Athleten und Personen und Models doch in die Trickkiste greifen. Das heißt, das ist eigentlich ein positiver Effekt, es wurde viel aufgeklärt und man hat zumindest seine eigenen Erfolge ein bisschen besser einordnen können und war nicht enttäuscht, warum man nicht so aussah nach ein paar Jahren. Das ist ein guter Erfolg. Das ist gut, dass dann Leute von dieser Naivität rausgeholt wurden. Aber wie immer bei einer Aufklärung ging es dann zu weit. Es schoss weit übers Ziel hinaus und irgendwann wurde jeder, der leichte Linien irgendwo abzeichnet, habe ich das Gefühl gehabt, verdächtigt, ah, der nimmt sicherlich was. Bis es sogar so weit ging und pervertiert wurde, dass sich Leute darüber Gedanken gemacht haben, kann man überhaupt natural 200 Kilogramm Bankdrücken eine Wiederholung machen und so weiter. Andere haben nur Kanäle damit begründet. Irgendwie versuchen, Leuten auf die Schliche zu kommen, ob sie nicht doch etwas nehmen und Leistungen möglich sind oder nicht. Die Leute haben sich teilweise mehr gefragt, ob eine Leistung überhaupt ohne Steroide möglich ist, statt einfach nur das Beste aus sich rauszuholen. Statt einfach nur zum Training zu gehen und alles zu geben und das Ziel zu haben, ich will so viel es geht erreichen, hat man sich damit aufgehalten zu überlegen, ob das überhaupt möglich ist oder ob der, an dem man sich orientiert hat, nicht doch irgendwie in die Trickkiste gegriffen hat. Wie unfair das ist und so weiter. Es ging so weit, dass irgendwann selbst Athleten und Trainierende, die eigentlich sich schon ihr ganzes Leben damit befasst haben, dann galten als jemand, der vielleicht Steroide nimmt. Ich wurde in den letzten 15 Jahren so oft entweder gefragt, höflicherweise, oder teilweise auch verdächtigt, hier auf YouTube, aber auch teilweise draußen eben ganz normal gefragt. Oder Leute gesagt, ach komm, du nimmst doch auf jeden Fall was. Und da wog ich teilweise 15 Kilo weniger, weil die Leute es einfach nicht mehr gewohnt waren. Denn tatsächlich, so viele haben in die Trickkiste gegriffen, dass sie nach 2 Jahren so aussahen und wenig sich daran verdienen mussten, aber dann im Prinzip diesen Körper hatten. Das ist dieses Sis-Phänomen, so ein bisschen. Und ja, wenn dann irgendjemand auch das hatte, gut, dann kann er nicht nur furchtbar talentiert gewesen sein oder eine wahnsinnig tolle Genetik haben oder seit 10 Jahren dafür gearbeitet haben. Nein, der Verdacht war immer näher, dass er in die Trickkiste gegriffen hat. Nun ja, und das ist eine große Doppelverwirrung, die jetzt existiert. Jetzt sind die Leute so sehr verwirrt, dass sie von zu viel Verdächtigen und zu wenig nie den richtigen Konsens treffen. Sodass jemand wie ich, jemand wie Görki, dass die Leute schon gar keine Ahnung mehr haben und dass es teilweise beides gibt. Erst jüngst habe ich das auf meinem Kanal gemerkt. Wenn ich meine kleinen Schwankungen habe, nach einer Reise oder vor einer Reise, und das sind tatsächlich immer nur Schwankungen um die 4 bis 6 Kilo, meistens Wasser, dann gibt es die einen, die ganz plötzlich schon sagen, ja, nee, du hast auf jeden Fall jetzt was genommen und du nimmst Steroide. Und die anderen, die ganz klar sagen, ah, bei dir sieht man ja noch diesen Natural Look, sowas finde ich gut. Oder bis hin zu sogar Leuten, die sagen, wie kann man nur seit über 10 Jahren trainieren und noch so aussehen? Und dann werde ich regelrecht da beleidigt. Alles nur Tastaturhelden, alles irgendwo eine ziemlich bescheuerte Nummer. Sicherlich beide Lager, aber wie kommt es, dass zur gleichen Zeit diese beiden Lager existieren zwischen du nimmst auf jeden Fall, was du kannst, wenn nichts erzählt und das ist lächerlich, dass du mehr als 5 Jahre trainierst und nur aussiehst wie ein Lutscher. Wie kommt das? Es ist eine extreme Verwirrung da draußen und irgendwie lenkt sie dann doch nur ab. Dieses ganze Feld mal einfach beiseite zu schieben und das Beste aus sich rauszuholen, das scheint es so gar nicht mehr unbedingt zu geben. Und auf dem Weg dorthin lasst ihr euch auch viel zu leicht ablenken von dem perfekten Licht. Ich werde euch mal ein Beispiel gleich zeigen, wie ich aufgepumpt aussehe und meine Körperspannung ein wenig anpasse,
und ohne. Und dann werdet ihr mal einen kleinen Unterschied dort bemerken. Ich weiß, ich sehe ganz kräftig aus und ich mache jetzt nicht einen extra Schlappen oder sowas. Ich laufe nur ganz normal rum. Also wenn ich so aussehen könnte, nach 2 Jahren Training, das wäre schon toll, oder? Und so würde ich nicht aussehen. Und genau das habe ich schon während meiner Arbeitszeit vor 15 Jahren erlebt. Dass ich teilweise unten in das Kino, wo ich gearbeitet habe, reingekommen bin und mir der Erste irgendwann gesagt hat, weil sich ja jeder dazu genötigt fühlt, bei einem Bodybuilder seine Beurteilung des Körpers abzugeben, dass ich doch abgenommen hätte. Aber sieht auch ein bisschen besser aus. Dieses ganze Muskulöse hat hier eh nie gestanden. Ich natürlich trotzdem todesbeleidigt und naja, er meinte es vielleicht nett, aber ich war tief gekränkt, weil eigentlich war ich gerade mitten im Training und fühlte mich gar nicht so schlecht. Ich dachte, Mist, spannt das irgendwie nicht so, ich muss mir wieder kleine Rampen holen. Und dann gehe ich einfach nur etwas weiter den Flur entlang und die Treppe hoch und der Nächste kommt mir entgegen. Hey, na, alles klar? Boah, du siehst echt krass aus. Du bist wieder voll im Training, oder? Heftig, das wird ja immer schlimmer mit dir. Teilweise an einem Tag. Das ist jetzt nicht nur irgendeine erfundene Anekdote, das ist genauso passiert. Und genauso passiert es mir jetzt immer noch auf YouTube. Man sieht mich in dem einen Winkel und dann im anderen. Je nachdem, wo das Licht herkommt. Je nachdem, vor dem Training, nach dem Training und sonst was. Und da merke ich einfach nur, wie verwirrt die Leute sind. Und abgesehen davon, auch da wieder, schafft ihr es nicht, einen YouTube-Kanal euch anzuschauen und danach zu bemessen, was ihr für Tipps bekommt? Muss man das unbedingt ermessen? Deswegen, es gab sogar einen Spezi, der vor kurzem auch noch behauptet hat, okay, du nimmst was und wenn nicht, weißt du was, beweise es mir, geh zum Doktor und mach einen Test. Wo lebt dieser Mensch, dass er denkt, okay, ein Kommentator von den 4000, die auf diesem Kanal den zumindest abonniert haben, darf mir dann einfach schreiben und schon renne ich und weiß nichts Besseres zu tun zum Arzt, um einen Test zu machen? Also, ihr könnt es selbst nachvollziehen, das ist somit das bescheuertste und egozentrischste Weltbild, das ich je miterlebt habe, dass jemand meint, weil so ein Kommentar kommt, renne ich dann los oder habe die Verpflichtung dazu. Das ist echt toll. Ansonsten nehme ich es gerne als Kompliment hin und nun ja, ihr könnt euch noch ein eigenes Urteil machen. Und jeder hat natürlich so seine Anekdoten, deswegen weiß ich nicht, ob euch die folgende jetzt hilft. Ich habe auf jeden Fall für mich einmal überraschenderweise kennengelernt, welche Grenzen die Natur teilweise wirklich schon überwinden kann. Und hätte das vorher nicht gedacht. Damals habe ich schon seit 6 Jahren trainiert, gute Erfolge gehabt, bin überall als muskulös aufgefallen. Das war 2004, 2005. Und habe nebenbei als Streetworker gearbeitet. Und da hatten wir einen ganzen Kreis von Jugendlichen. Und mit denen haben wir auch eben regelmäßig im Fitnessstudio trainiert. Und als wir das allererste Mal gemacht haben und die mitgenommen haben bei einem Fitnessstudio, das wir zusammen mit denen aufgebaut haben, so einen kleinen Raum, da gab es einen, der hat so um die 120 Kilo gewogen und war gerade mal 16 Jahre alt. Hat Gewichte vorher noch nicht angefasst, war sicherlich viel zu übergewichtig, auch viel zu fettleibig, hatte auch einen richtigen Bauch, aber war auch gebaut wie ein Schrank. Der war einfach so von Natur aus Holzfäller, krasse Genetik, aber eben nicht trainierte Muskeln und sehr viel Fett dabei. Dennoch, als er das allererste Mal auf der Bank war, um Bank zu drücken, hat er 110 Kilo geschafft. Schlechte Technik, wirklich nicht besonders graziös, bei 110 Kilo. Da bin ich nach 3 Jahren Training hingekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Das war eine Naturgewalt, wie ich sie nie erlebt habe. Und tatsächlich, ich mit meinen 6 Jahren als Bodybuilder und doppelt so alt, habe ihn nicht in Armdrücken besiegen können. Das war so mein Kennenlernen, wozu die Natur fähig ist. Und deswegen kann ich nur sagen, ich halte mich raus, grundsätzlich hier auf YouTube und auf meinem Kanal mit diesen Spekulationen. Das geht dabei mehr um mich selbst als um andere. Ich halte mich raus, wenn es darum geht, wie kann ein Gürki das ganze Jahr über so relativ fettfrei sein? Oder hat Simon Teichmann nicht ein bisschen zu große Schultern? Oder ist Brosep mit seinen -2% Körperfett nicht doch zu krass auf einer Naturalbühne? Und so weiter.
Ehrlich gesagt interessiert es mich tatsächlich gar nicht so, sondern wenn ich Videos von denen sehe, will ich, dass die keinen Scheiß labern. Und darum kümmert sich mein Kanal eher. Und dann kommen ja noch diese schönen Widersprüche dazu bei solchen Leuten, die mal eben ganz schnell so eine Behauptung aufstellen, weil sie dich für eine Minute in irgendeinem Licht gesehen haben. Und egal, ob es schlechtes Licht war und ich sah nicht so muskulös aus und die denken sich, der kann ja nur Schrott sein, wenn er über 20 Jahre trainiert und so aussieht. Oder das gute Licht und sie denken, ah, kann ja nur sein, dass er zu Steroiden greift. Und dann nicht bedenken, was ich auf meinem Kanal auch sonst so mache. Da geht es immer wieder um das Thema Regeneration und dass sie besonders schlecht ist und dass man eher alle 7 Tage. Aber man kann sich ja eins und eins zusammenzählen. Ich wollte auch gar nicht in die Tiefe gehen. Aber lasst mich gerne mal wissen, wie ihr zu diesem Thema steht. Interessiert euch das? Oder, und das interessiert mich noch viel mehr, für die da draußen, die sich jetzt wirklich ertappt gefühlt haben, traut ihr euch und schreibt ein paar Kommentare darunter und sagt, stimmt, eigentlich soll ich das mal überdenken und eigentlich sollte mich das nicht interessieren, warum der Nachbar den Ferrari hat und warum der Fitness-YouTuber den tollen Körper hat, sondern eigentlich mehr gucken, was kann ich erreichen. Nun ja, schreibt mir gerne in die Kommentare zu diesem Thema, interessiert mich wirklich brennend und nun ja, ich werde mal weiter trainieren. Schwitzen tue ich auch schon ordentlich. Abonniert den Kanal, wenn euch das gefällt. Lasst ein Like da. Schaut euch die anderen Videos an. Schaut bei Protein Arena vorbei. Und bleibt am Eisen. Macht's gut. Bis bald, euer Gotti.